So, guten Abend. Ich freue mich sehr, hier zu sein in Leipzig. Und ich möchte mich bei den Veranstaltern, Veranstalterinnen bedanken für diese Möglichkeit, heute Abend zu Ihnen sprechen zu können. Ich möchte meine 25 Minuten so nutzen, dass die Moderatorinnen nicht nervös werden. Deswegen werde ich versuchen, meinen Vortrag, meine einführenden Worte so aufzubauen, dass ich jederzeit stoppen kann, wenn ich dazu aufgefordert werde. Ich versuche, das Thema, was zur Diskussion steht, an diesem Wochenende aufzugreifen. Und zwar, indem ich für mich zunächst feststelle, dass wenn wir so zahlreich hier hinkommen, wenn wir uns so versammeln, dann, weil wir gemeinsam einen Kampf führen wollen, schon führen, Kampf für ein Leben in Fülle. Leben in Fülle für alle. Und weil wir gemeinsam an diesen Kampf glauben, wollen wir Gelegenheiten wie heute Abend nutzen, um uns gegenseitig zu stärken. Was wir versuchen, ist nicht anders als das zerrissene Leben wieder zu verknüpfen. Und wenn wir das tun, versuchen Leben, das zerrissene Leben, wieder zu verknüpfen, machen wir im Grunde genommen eine Reparaturarbeit. Und wer von Reparaturarbeit spricht, spricht davon, dass die Schäden schon groß sind. Und deswegen ist es wichtig, die Akteure vor Augen zu führen, die dafür verantwortlich sind, dass die Situation in der Welt so ist, wie sie ist. Es gibt aus meiner Perspektive Kräfte. Ich nenne sie in meinen Publikationen Kräfte des Todes und der Zerstörung, die weltweit die zahlreichen Risse und Spaltungen, unter denen wir alle auf unterschiedliche Art leiden, weiter verschlimmern. Da sind die sozialen Risse, da sind die Kriege, die wir beobachten weltweit, das ist der grauenvolle Bruch zwischen dem Menschen und seiner Mitwelt und das ist auch die Entfremdung des Menschen selbst von seiner Seele. Die Veranstalter dieser Konferenz haben die Notwendigkeit begriffen, eine holistische Perspektive anzunehmen, indem sie Migration, Entwicklung und ökologische Krise zusammenzudenken wagen. Wer aus meiner Perspektive die sogenannte Flüchtlingskrise isoliert von allen anderen globalen Krisen betrachtet, mit denen die Menschheit heute konfrontiert ist, ob Klimawandel, ob ökologische Krise, ob Kluft zwischen Arm und Reich, Krise der politischen Handlungsfähigkeit. Wer all diese Krisen isoliert von der sogenannten Wirtschaftskrise, er hat ein Riesenwahrnehmungsproblem. Denn das Boot, was am Wanken, am Kentern ist, nicht nur das Boot der Geflüchteten ist, sondern das Boot der gesamten Menschheit. Deswegen möchte ich aus meiner Perspektive, die vor allem den Hintergrund des afrikanischen Kontinents annimmt, versuchen, die Akteure, die ich vorhin erwähnte, zu identifizieren und vor allem auch
die Praktiken, derer sie sich bedienen, um die Gefährdung des Planeten so weit zu bringen, wie wir sie heute erleben. Um das nicht zu weit zurückzuholen, möchte ich vielleicht an die Zeit erinnern, als die Länder Afrikas und vor den Ländern Afrikas haben auch andere damals kolonialisierte Länder das Gleiche erlebt, als sie die Kolonialisierungsprozesse in Gang setzten, um sich vom Würgegriff der damaligen Kolonialmächte zu befreien. Es war eine Zeit, die mit viel Hoffnung verbunden war, aber es ist auch eine Zeit, in der eine Geschichte der Ernüchterung begonnen hat, weil die Mechanismen der Zerstörung und die Mechanismen der Beherrschung, die unter der Kolonialzeit etabliert wurden, nicht mit den juristischen nominellen Unabhängigkeiten beendet wurden, sie wurden fortgesetzt unter neuen Formen. Die Ausrichtung gerade der Ökonomien in Afrika auf ausländische Nutznisse, damals die Kolonialmächte nach der Unabhängigkeit, Konzerne, Privatkonzerne, blieb die gleiche, nur die Form hatte sich gewandelt, nur die Akteure waren andere geworden. Es gibt Länder, die versucht haben, bestimmte Prozesse in Gang zu setzen, um so etwas wie Selbstbestimmung zu starten. Aber all diese Prozesse waren in einem Kontext vom Kalten Krieg zum Scheitern verurteilt, sodass viele der Versuche, Ownership zu gewinnen, im Blick auf Land, im Blick auf Bergbausektor, im Blick auf weitere Sektoren der Produktion, weiterhin in den Händen derer blieben, die bis dahin die Ökonomien dieser Länder kontrollierten. Und diese Tendenz der Aufrechterhaltung des Status quo unter neuen Formen hat sich vor allem in den 80er Jahren verstärkt. Das ist die Zeit des Triumphs des neoliberalen Geistes. Das ist die Zeit, in der es proklamiert wurde, dass es an der Zeit war, die schöpferischen Kräfte des Marktes von den Fängen der staatlichen Regulierung und Bürokratisierung zu befreien. Das war die Zeit, als es davon die Rede war, es war wichtig, die Staaten zu verschlanken, um Privatakteuren mehr Raum zu geben. In dieser Zeit passierte in Afrika, aber auch in vielen anderen Entwicklungsländern, auf anderen Kontinenten, in Asien, in Lateinamerika, Prozesse, die heute noch viele dieser Länder prägen. Zum Beispiel eine Umstrukturierung der Landwirtschaft. Das ist die Zeit, als die Monokulturen konsolidiert wurden, um Devisen zu generieren für den Schuldendienst. Und diese Monokulturen hatten solche Ausmaße genommen, dass Länder, die bis dahin in der Lage waren, auch Nahrungsmittel selbst zu produzieren, abhängig wurden vom Weltmarkt. Das ist das, was der ehemalige Präsident von Tansania dazu verleitete, zu sagen: Wir produzieren, was wir nicht konsumieren, und wir konsumieren, was wir nicht produzieren.
Wir produzieren Kaffee und Tee für den Weltmarkt oder Kakao, aber wenn wir Hunger haben, essen wir keinen Kaffee, keinen Tee. Wir wollen Mais, wir wollen Maniok essen. Das ist auch die Zeit, als die viele Länder, die von den Unabhängigkeiten bis dahin viele Unternehmungen in Gang gebracht hatten, um Industrialisierung voranzubringen, plötzlich gezwungen waren, ihre Märkte zu öffnen, und durch die Konkurrenz vom Ausland ist die junge Industrie in diesen Ländern zerstört worden, mit allen Konsequenzen im Blick auf nicht nur die Versorgung, sondern auch die Beschäftigung. Aber das ist auch die Zeit, in der Verschlankung des Staates bedeutete, ein Rückzug aus lebensnotwendigen Bereichen wie Bildung, Gesundheit, Basisinfrastruktur. Und das hatte Konsequenzen, dass in vielen Ländern eine Zweiklassenmedizin entstanden ist, staatliche Krankenhäuser, ein öffentlicher Sektor, der schlecht ausgestattet wurde von da an, und daneben Privatsektor mit Top-Kliniken, die sich nur Reiche und Superreiche leisten können, und das in den gleichen Städten. Aber das ist auch die Zeit, in der viele Regierungen beginnen, sich vom Bildungssektor zurückzuziehen, sodass viele Familien gezwungen waren, zu entscheiden, weil sie Schulgebühren oder Studiengebühren nicht für all ihre Kinder zahlen können, müssen sie Entscheidungen treffen, welches der Kinder zur Schule gehen und welches zu Hause bleibt. Das hat dazu geführt, dass ganze Generationen aufgewachsen sind in vielen diesen Ländern ohne Zugang zur formalen Bildung. Und es sind auch Schichten von Menschen, unter denen gerade extremistische Gruppen heute leichten Zugang haben, um zu rekrutieren für ihre Zwecke. Diese Umstrukturierung, die da stattgefunden hat in den 80er Jahren durch wirtschaftspolitische Maßnahmen und durch fiskalische Maßnahmen, wurde fortgesetzt in den 90er Jahren mit der Gründung der Welthandelsorganisation, die nichts anderes im Blick hatte, als den Handel weiter zu liberalisieren und die Umsetzung der Regeln der Welthandelsorganisation hat zu absurden Situationen geführt, dass in vielen Ländern Lebensgrundlagen zerstört wurden. Menschen, die Milchwirtschaft betrieben haben, Menschen, die Tomaten produzieren, Menschen, die Hähnchen oder Schweinezucht gemacht haben, sie waren plötzlich im Rahmen dieser Liberalisierung mit dermaßen Konkurrenz vom Ausland konfrontiert, dass sie ihre Betriebe dicht haben machen müssen. Und das führt dazu, dass viele Menschen, die auf dem Land bis dahin davon gelebt haben, dass diese Betriebe funktioniert haben, ländliche Räume verlassen, um nach neuen Perspektiven zu suchen in den Städten. Und wenn sie diese Perspektiven nicht finden, dann ziehen sie immer weiter. Und aus dieser Perspektive ist auch zu erklären, dass einige, die die Kräfte haben, angesichts der Konfrontation mit dem Tod, mit dem langsamen Tod jeden Tag durch Perspektivlosigkeit, den Schritt wagen zu sagen, bin ich mit dem Tod konfrontiert, ziehe ich weg, bin ich auch mit dem Tod konfrontiert, aber zumindest habe ich die Chance, etwas für mich und vielleicht auch für andere zu verändern. Was sich versteckt hat auch in den 90er Jahren, ist
eine Konstruktion, gerade in Afrika, des Kontinents durch Fremdbilder, Fremdbestimmungen, vom Ausland durch eine Überschrift, eine Zeitung, Afrika als abgehängter Kontinent, Afrika am Rande der Geschichte. Und diese Erzählung, die in verschiedensten Formen aufgegriffen wurde, hat dazu geführt, dass die viele Regierungen sich gezwungen sahen, das Rezept, was ihnen verkauft wurde, gerade vor allem bereits in den 80er Jahren im Rahmen der Strukturanpassungsprogramme, zu akzeptieren, indem sie begannen, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass sie freundlich wurden für ausländische Direktinvestitionen. Sozusagen diese Konstruktion hat dazu gedient, die Länder weiterhin zu öffnen für ausländische Direktinvestitionen. Und diese ausländischen Direktinvestitionen sind nicht anders als eine Lizenz zur Ausplünderung des afrikanischen Kontinents, aber auch zur Ausplünderung aller Länder, ob in Lateinamerika oder in Asien, die diesen Weg gegangen sind. Weil um die Länder diese Rahmenbedingungen gemäß den Erwartungen der Institutionen, die dem Namen nach multilateral sind, aber die als Verlängerungsarm der Industrienationen fungieren, sie haben angefangen, sich untereinander in einen Wettbewerb zu begeben, was dazu geführt hat, dass die Sozial- und Umweltstandards immer niedriger gesetzt wurden. Die Steuern wurden gesenkt. Transnationale Konzerne bekamen Steuerfreiheit für 25, 30 Jahre, 40 Jahre. Und das hat natürlich für Konsequenz gehabt, dass die Kapazitäten der Regierungen, lokale Ressourcen zu mobilisieren, um Investitionen zu tätigen in Basisinfrastruktur, in Gesundheit, in Bildung, deutlich gesunken ist. Und nachdem diese Rahmenbedingungen in vielen Ländern so unternehmerfreundlich gestaltet wurden, kam eine andere Erzählung: Afrika als Kontinent der Zukunft, Rising Africa. Sozusagen, als sie begannen, von diesen neuen Rahmenbedingungen zu profitieren, legal durch die Profite, die sie erwirtschaften tatsächlich, aber auch illegal dadurch, dass sie dort, wo Steuer noch bezahlt werden mussten, durch kreative Buchhaltung an Fiskus vorbei alle Gewinne repatriiert wurden, zu Steuerparadiesen und von den Steuerparadiesen in die Realwirtschaft in Europa oder in die USA. Nachdem sie sozusagen etabliert waren, haben sie angefangen, von Rising Africa zu sprechen. Aber am Ende dieser Phase, wenn wir Bilanz ziehen, würden wir feststellen, dass Verhandlungen zwischen transnationalen Konzernen und nationalen Regierungen in einer Phase stattgefunden haben, als viele dieser Regierungen so schwach waren in ihren Verhandlungskapazitäten, dass sie nur noch unterproportional waren, beteiligt waren an den Gewinnen in der Phase, in der es einen Boom gab im Blick auf Rohstoffhandel. Und was es gab, ist, dass dieser Phase auch die Abhängigkeit gerade des afrikanischen Kontinents von Rohstoffen, Rohstofferzeugnissen verstärkt hat. Und dadurch wurde verhindert, dass eine Industrialisierung stattfindet,
weil Industrialisierung bedeutet hätte, wie bereits erwähnt, dass das, was in den 80er Jahren passiert ist, mit der Öffnung im Rahmen der Strukturanpassungsprogramme, aber auch mit den Regeln der Welthandelsorganisation in den 90er Jahren und mit den weiteren Umgestaltungen der Volkswirtschaften, um ausländische Direktinvestitionen anzuziehen, dass als das nicht hätte passieren dürfen. Weil die Industrienationen selbst einen anderen Weg gegangen sind. Sie haben sich nicht dadurch entwickelt, was auch immer Entwicklung bedeutet, indem sie die Grenzen aufgemacht haben, undifferenziert und total in Eile. Sie haben sich progressiv geöffnet. Sie haben Protektionismus ausgeübt, sensible Bereiche ihrer Volkswirtschaften geschützt, bis sie überzeugt waren, dass sie konkurrenzfähig geworden waren. Aber ein anderer Aspekt, was es zu berücksichtigen gilt, was auch an diesem Wochenende diskutiert wird, ist, dass die Bedingungen, die umgestaltet wurden für transnationale Konzerne, dazu geführt haben, dass Löhne immer niedriger gesetzt wurden, was eine Umverteilung innerhalb der Gesellschaften verhindert hat. Aber zugleich hat die Korruption zugenommen, weil transnationale Konzerne gerne mit korrupten Eliten gearbeitet haben, um die wertvollsten Konzessionen der Länder, gerade im Bergbausektor, zu lachhaften Preisen zu bekommen. Was dazu führt, dass sie billig Konzessionen bekommen, was sie erwirtschaften, wird nicht im Land selbst investiert, sondern das wird repatriiert nach Europa. Was bleibt, ist die Armut. Der Reichtum geht, die Armut bleibt. Und mit der Armut, die da bleibt, mit Hungerlöhnen, gerade im Bergbausektor, das kann man quer durch den Kontinent buchstabieren, was auch bleibt, ist die Umweltzerstörung. Vor der Verschmutzung der Flüsse durch industrielle Abfälle war Wasser in den meisten dieser Länder trinkbar. Menschen haben sozusagen kein Wasser vom Supermarkt gebraucht. Konzerne kommen, verschmutzen die Flüsse, die Menschen können das Wasser nicht mehr trinken, sie sind dann auf Unternehmen angewiesen, die ein paar Quellen, die sie schützen, für sich sichern, patentieren lassen, Wasser produzieren, auf den Markt bringen. Und all das geschieht mit einer Begründung, Entwicklung. Durch ausländische Direktinvestitionen, durch die Freihandel, Abkommen, die in all diesen Jahren diskutiert wurden, will man, so die Rhetorik, nur dafür sorgen, dass sich die Länder entwickeln durch eine bessere Integration in den Weltmarkt. Aber ist das, was da passiert, mit dieser Zerstörung der sozialen Beziehungen, aber auch mit der Zerstörung der Umwelt wirklich Entwicklung? Und was ist Entwicklung überhaupt? Meiner Meinung nach ist Ihre Entwicklung, das, was Sie als Entwicklung definieren, nicht unsere Entwicklung. Um das mit dem iranischen Ökonom Majid Rehnema zu halten, was man noch immer als Hilfe, auch als Entwicklungshilfe bezeichnet, ist nur ein finanzieller Zuschuss zur Stärkung der elend produzierenden Strukturen.
wenn die Opfer dieser Enteignungspolitik versuchen, sich vom globalisierten Produktionssystem abzukoppeln, um nach Alternativen zu suchen, die ihren eigenen Wünschen entsprechen, ist niemand da, der ihnen Hilfe bietet. Was ist damit gemeint? Was Menschen in den meisten Kontexten, in denen sie leben, brauchen, ist keine Entwicklung. Entwicklung ist eine viel zu problematische Kategorie. Wenn wir Zeit hätten, hätten wir zeigen können, wie sozusagen die Mechanismen ohne Unterbrechung durchgehen, von der Zivilisierung, von der Missionierung hin zur Entwicklung. Was die Menschen brauchen, ist die Gewinnung von Räumen, in denen sie sich selbst organisieren, indem sie ihre Vielfalt neu entdecken, in denen sie Veränderungen selbst gestalten. Sie brauchen sozusagen eine Gestaltung der Veränderungen, die ihren eigenen Notwendigkeiten entsprechen und keine Entwicklung, die vom Außen bestimmt wird und die dementsprechend auch nur den Interessen vom Außen dienen kann. Was Menschen brauchen, sind Räume, in denen die Ressourcen, die es gibt weltweit, moralische, intellektuelle Ressourcen, spirituelle Ressourcen, so genutzt werden können, dass wir uns sozusagen durch unsere Unterschiede, auch durch unsere Art, wie wir bestimmte Dinge gewichten, bereichern. Dass es Gesellschaften gibt, in denen es nicht darauf ankommt, wie viel Geld auf dem Konto ist, sondern dass soziale Beziehungen zum Beispiel als der größte Reichtum überhaupt betrachtet wird. Dass Armut, die größte Armut darin besteht, sich in Egoismus so einzuüben, dass man total isoliert wird. Nicht der Mangel an materiellen Reichtum, sondern diese Isolation, dieser fehlenden sozialen Beziehungen werden als Armut betrachtet. Aber auch Armut werden in vielen Kreisen betrachtet, die Tatsache, dass Menschen sich so breit machen, dass sie die Mitwelt vergessen. Und die Mitwelt ist Teil von uns. Wir können nur leben, wenn diese Mitwelt da ist. Im Blick auf uns selbst sind wir verpflichtet, Acht zu geben, aber auch im Blick darauf, dass wir als eine Generation den Auftrag haben, den zukünftigen Generationen eine Welt in die Hände zu legen, wie wir sie von den vergangenen, vorausgegangenen Generationen, von der Vorwelt bekommen haben. Sozusagen diese Beziehung zwischen Vorwelt, Mitwelt und Nachwelt. Und darin auch beinhaltet das, was als Natur betrachtet wird. Meine letzte Minute nutze ich, um Folgendes zu sagen. Angesichts einer europäischen Agrarpolitik, die in vielen Ländern dieser Welt Existenzgrundlagen zerstört, eine Rüstungspolitik, wo die größten Produzenten sind unter den industrialisierten Nationen, angesichts einer Rüstungspolitik, die zumindest dazu beiträgt, Konflikte zu verschlimmern und zu verlängern, angesichts einer Rohstoffpolitik,
die eine Plünderung natürlicher Ressourcen und eine Zerstörung der Umwelt gleichkommt und angesichts einer Finanzpolitik, die massive illegale Abflüsse, Kapitalabflüsse von den vermeintlich armen Ländern in die reichen Länder begünstigt, haben wir die Aufgabe, einen anderen Blick auf das zu werfen, was hier als Flüchtlingskrise bezeichnet wird. Diese Aufgabe besteht darin, vor Augen zu führen, dass Menschen ein Recht haben, nicht auswandern zu müssen. Menschen haben das Recht, nicht auswandern zu müssen, indem sie die Möglichkeit eingeräumt bekommen, von den Potenzialen, die sie haben, in den einzelnen Kontexten, in denen sie leben, etwas für sich selbst und für andere Menschen zu machen. Aber wer Bewegungsfreiheit für Waren, Kapital und Dienstleistungen proklamiert und denkt, er kann Grenzen für Menschen hochziehen und sie würden auch funktionieren, er lebt in einer Illusion. Und diese Illusion wird auch kultiviert, würde ich sagen, weil die Beharrungskräfte des Todes und der Zerstörung an sich selbst glauben. Sie glauben an ihre Durchschlagskraft, sie glauben an ihre Methoden, die Möglichkeit, die sie haben, Abwehrmechanismen in Gesellschaften zu zerstören, neue Bedürfnisse zu produzieren und auf Recht zu erhalten. Sie glauben an ihre institutionelle Befestigung. Das haben sie auch gezeigt. Nach der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009 haben wir gedacht, jetzt kommt eine neue Weltordnung. Nein, sie haben es geschafft, sich zu erneuern. Und sie glauben an die Antizipationskraft, die sie haben, dass alles, was wir denken, konterkariert werden kann, weil sie 2, 3, 4, 5 Schritte weiter sind. Aber was sie vielleicht unterschätzen, und das ist mein letzter Satz, ist, dass wir auch eine Stärke haben, und das ist unsere Zahl, das ist auch unsere Fähigkeit, zu mobilisieren, und das ist vor allem unsere Fähigkeit, Menschen durch Visionen in Erprobungsräumen, in denen wir versuchen, anders zu leben als nach den Machtgesetzen, andere Menschen zu inspirieren, um die Bewegung, die Massenbewegung in Gang zu setzen, die es braucht, um die Verhältnisse tatsächlich auch zu verändern. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Danke. Vielen Dank, Herr Boniface Mobenza, kirchliche Arbeitsstelle Südliches Afrika, Heidelberg. Vielen, vielen Dank. Guten Abend. Zunächst einmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin aus Berlin und ich bin gern gekommen, obwohl es sehr schwer war, hierher zu kommen heute, wie ihr wisst. Und ich fühle mich wirklich sehr geehrt, dass ich mit dir, Bruder, hier die Veranstaltung eröffnen darf, obwohl die Arbeit eigentlich von euch gemacht wurde, von den vielen Organisatoren, die sehr gut in die Thematik eingearbeitet ist, wie ich dem Programm entnehmen konnte.
wie ich eure Initiativen verstanden habe. Es braucht eigentlich keine Referenten in dem Sinne, sondern eine gemeinsame Lösungsansatz, damit wir an die Arbeit uns ranmachen können, damit dieses Elend endlich aufhört. Ich werde euch nicht viel Neues erzählen. Die Zusammenhänge hast du wirklich sehr analytisch, sehr fundiert und sehr respektvoll wissenschaftlich dargestellt. Bei mir wird es ein Fall sein, ein Land. Man spricht immer von Afrika. Afrika ist ein Riesenkontinent mit unglaublich vielen großen Herausforderungen. Wenn ich das jetzt herunterbreche auf ein Land und wir schauen uns das Problem intensiver an, dann versteht man die Dimension der großen Herausforderungen umso mehr. Aber es soll uns nicht entmutigen, global, kontinental und zusammenhängend zu denken. Das Thema, das ich heute präsentieren möchte, handelt von dem Land Eritrea. Viele von euch kennen mittlerweile viele Flüchtlinge, die aus Eritrea hierher gekommen sind. Und jetzt mache ich epochale Trennungen, also zeitliche Trennungen und örtliche Trennungen, damit ihr Zusammenhänge besser versteht. Ich muss leider von West-Ost-Deutschland sprechen. Wir hatten eine Mauer. Ich war da, als die heruntergekommen ist. Man spricht von der Wende. Stellen Sie sich vor, es gab eine Wende zu dieser Zeit auch in Eritrea, Äthiopien. In Äthiopien, damals Eritrea war auch Äthiopien, hatten wir die gleichen Herrscher, die Sie hier auch hatten in der DDR. Ein sowjetisch bestimmtes Regime, der kommunistische Diktator Mengistu Haile Mariam, hat erbittert gegen die damals Befreiungskämpfer für die Unabhängigkeit Eritreas mit allen Mitteln gekämpft. Die Waffenleichen, die dort lagern, sind immens. Es ist erschütternd, die sogar als Leichen zu sehen. Dieses kleine Volk hat nicht aufgegeben, hat gekämpft für seine Unabhängigkeit. Ja, und dann? Warum flüchten dann alle auf einmal hierher, wenn es frei ist, wenn es um die Freiheit ging, wenn es um die Unabhängigkeit ging? Was ist passiert? Aus den Befreiern wurde wieder Diktatoren. Die Befreier, die auch mit sozialistischen Ansätzen, ausgebildet in China, ausgebildet in der Sowjetunion, uns befreit haben, die wurden selbst zu Diktatoren. Und das ist nicht Einzelfall, das kannst du auf dem ganzen Kontinent mehrere Beispiele nennen und bestätigen. Warum werden die Befreier zu Diktatoren? Jetzt komme ich wieder zurück zu der deutschen Geschichte. Wie ist das möglich, dass die Deutschen es zugelassen haben, dass ein Hitler das anrichten konnte, was er angerichtet hat? Als Deutsche fragt man sich, wie war es möglich? Man fragt die Großeltern, man fragt die Eltern. Wir fragen bereits, wie ist es möglich, dass wir uns einen Diktatoren geschaffen haben? Wer ist verantwortlich dafür? Ich könnte mich theoretisch daraus ziehen. Ich bin schon 1980 nach Deutschland geflohen. Lange, lange, lange Wege. Zunächst von Äthiopien nach Eritrea und dann in verschiedenen Orten in Eritrea und dann in den Sudan. Zum Glück dann nicht mehr über die Wüste und Libyen oder Mediterranische See, sondern damals geflogen
als Flüchtling nach Deutschland. Auf meinen Schultern lastete die Verantwortung, lerne, damit du später Eritrea deinen Beitrag leisten kannst. So ging es meiner Generation. Und wir haben gelernt, wir haben studiert, wir haben uns qualifiziert. Ich war auf dem Weg, zurückzugehen, um meinen Beitrag zu leisten. Und dann hieß es Stopp. Das Auswärtige Amt hat meine Ausreise gestoppt. Es war wieder ein Grenzkrieg zwischen Eritrea und Äthiopien 1998. 17.000 auf der einen Seite, über 20.000 Gefallene auf der anderen Seite. Warum dieser Grenzkrieg? Es ging nur um ein Stück Land zwischen diesen beiden Ländern, das von den damaligen Kolonialherren, in dem Fall Italiener, nicht klar demarkiert war. Und das passiert oft in Afrika. Man hat in Deutschland, in Berlin, im Roten Rathaus damals, Afrika-Konferenz mit Lineal, die Grenzen gezogen, wie du vorhin sagtest, Leute, die zusammengehören, getrennt und andere wieder zusammengebracht, die vielleicht nicht so zusammengehörten zu der Zeit, Grenzen gezogen, irgendwelche Eliten zu Machthabern ersetzt und die Ausbeutung weitergetrieben. Und wenn sie es brauchen, dann kommt an so einen Konflikt sehr gelegen. Nicht nur für Machthaber außerhalb Afrikas, sondern auch für die, die ihr Macht erhalten wollen innerhalb Afrikas, unsere eigenen Diktatoren. Wenn sie von internen Problemen, von ihrer Verantwortung ablenken wollen, dann suchen sie Konflikte mit den Nachbarn, zetteln Kriege an und sie sind wieder beschäftigt und wieder die Helden, die sie nicht sind. Aber wann soll das Volk das durchschauen? Und wie soll das Volk das durchschauen, wenn die Information nur ein Staatsradio, ein Staatsfernsehen und eine Staatszeitung ist? Journalisten inhaftiert, Kritiker inhaftiert, Studentenrevolte geschlagen, alle Oppositionelle verboten. Sogar in der Diaspora, sogar hier. So betrachten Sie mich als mutig, dass ich hier sitze. Kein Eritreer würde sich hier hinsetzen und darüber sprechen. Zumindest die, nicht die Neuen. Die haben Angst. Sie haben ihr Netzwerk auch in der Diaspora. So, jetzt führe ich Sie nochmal zu der Afrikanischen Union. Die Afrikanische Union hat sich in 5 Regionen unterteilt. Nord, Süd, West, Ost, Zentralafrika. Irgendwann, 2009 glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, kamen sie auf die Idee, die Afrikaner außerhalb des Kontinents als eine Region zu definieren und uns zu beteiligen an Lösungsansätzen. Ich freute mich und nahm teil. Die Konferenz fand in Paris statt. Sehr viele afrikanische Menschen afrikanischer Herkunft aus der ganzen Welt sind da als Vertreter ihrer Organisationen gekommen. Wir haben in Arbeitsgruppen unseren Beitrag, Lösungsansätze dargestellt. Das wurde der Afrikanischen Union übergeben. Danach existierten wir als Region nicht mehr. Und Sie können sich vorstellen, warum. Weil wir wissen, warum wir geflohen sind und wir wissen auch, was hier gemacht wird. Wir haben Doppelwissen, Doppellast, Doppelverantwortung und sind gefährlich überall, unbequem überall. Das ist sehr kompliziert.
Welches Forum heißt uns willkommen? Und deshalb umso mehr betont den Dank, dass ihr euch als kritische Zivilgesellschaft euch organisiert habt. Ein solches würde ich mir auch in allen Ländern Afrikas wünschen. Vor allem ohne Angst könnt ihr eure Regierungen kritisieren. Und ihr lässt uns partizipieren. Und das ist schon mal ein guter Ansatz. Das ist schon mal ein Schritt nach vorne. Und was können wir jetzt daraus machen? Wir müssen uns anschauen, wie es den Flüchtlingen heute hier geht. Und davon könnte ich euch auch einen ganzen Vortrag halten. Ich bin Übersetzerin und Dolmetscherin und bin viel unterwegs in den sogenannten neuen Bundesländern. Ich bereise sie alle jeden Tag woanders. Ich kriege sehr viel mit. Positiv, wie viele Menschen sich engagieren. Kritisch, wie viel Überforderung da ist. Viele, die noch nicht eine Berührung mit Afrikanern hatten. Viele, die die Sprache nicht sprechen, auch wenn sie helfen wollten. Viele, die sie gar nicht wollen. Und da, jetzt und heute und hier müssen wir zusammenarbeiten, um dafür eine Lösung zu finden. Deshalb habe ich gleichzeitig meinen Workshop morgen angeboten, um die beiden Gruppen, die sowohl die Hilfe bedürfen und die helfen wollen, zu vernetzen, zu vermitteln, Brücke zwischen ihnen zu bauen. Ein solches sollten wir in allen Gebieten der neuen Bundesländer anbieten oder organisieren, wenn ihr mir dabei helfen könnt, damit ein Dialog zwischen den Einheimischen und den Neuen möglich sein kann. Gleichzeitig müssen wir uns aber auch fragen, wollten sie denn hierher? Mussten sie hierher? Vor allem, wenn man sich anschaut, welche beschwerlichen Wege sie hindurch machen. Die Geschichten, die ich anhöre, wie sie über Libyen, über die Sahara, über das Meer und dann in Italien angekommen, was sie durchlebt haben, das ist unbeschreiblich, aber das muss ich euch nicht erzählen, das bekommt ihr ja auch durch die Kontakte, die ihr habt. Aber ich frage mich, wann hätten wir das vermeiden können? Ich habe mich politisch, soweit ich konnte, mein Engagement von ganz Afrika oder generell Migranten auf Eritrea fokussiert. Ich habe meine Strategie geändert. Ich wurde dort gebraucht, weil ich die Sprache verstehe. Und dann habe ich mich politisch engagiert mit den Oppositionellen, die es gibt. Und das sind so viele. Jede Gruppe will an die Macht. Und keine ist eine bessere Alternative im Moment. Und ich habe mir die Flüchtlingslager direkt an der Grenze angeschaut, mit den Menschen gesprochen. Und es hat mich nicht gewundert, dass sie sich da auf dem Weg machen. Dort war keine Alternative. Unterwegs war eigentlich auch keine bessere Alternative. Aber der Mensch will ja in Bewegung bleiben, in Bewegung sein. Und darf eigentlich auch in Bewegung sein, um seine Überlebenschancen zu erhöhen, so absurd sich das auch hört. Und jetzt kommen Lösungsansätze aus Europa, Marshallplan. Und wenn ich mir das anschaue, warum jetzt? Warum auf diese Art? Worum geht es? Und wenn viele von euch die kritische Bemerkung machen, es geht um die Flüchtlinge zu hindern, dass sie hierher kommen. Da ist was dran. Aber ich möchte euch auch darum bitten, dass wir die Inhalte genauer anschauen, damit wir mit besseren Argumenten etwas dagegen halten können. Weil eine Lösung muss her.
Wenn die Politik nicht anders, nicht Besseres zu bieten hat als das, haben wir vielleicht gemeinsam eine bessere Alternative oder eventuell eine Ergänzung. Weil der Deal vom Marshallplan, was für mich das als problematisch darstellt, die Hauptproblematik, die ich darin sehe, ist: Marshallplan mit wem? Mit Afrika? Ja, mit der AU, der Afrikanischen Union? Mit den vielen Diktatoren, die wir weghaben wollen, von denen wir geflohen sind? Und dann mit gewissen Strategien, mit hoher Technologie, wie man die Leute vom Ausreisen aus ihrer von ihrer Unterdrücker verhindert? Wenn ich damit anfange, dann habe ich noch gar nicht die Möglichkeit, die anderen eventuell guten Angebote mir näher anzuschauen. Weil wer partnerschaftlich ein Abkommen, einen Plan besprechen will, da muss er sich seinen Partner anschauen. Die Partner sind Diktatoren. Das Zweite, der Plan ist ein Alleingang. Es ist nicht im Dialog mit Afrika entstanden. Nicht einmal mit Afrikanern, qualifizierte Afrikaner, die hier leben. Es ist also etwas, was man Afrika vorservieren möchte. Das Dritte, wer profitiert davon? Um wen geht's? Und ich glaube, da kommt Afrika sehr zu kurz. Und damit belasse ich das fürs Erste. Dankeschön.